Ist er nicht süß? Die Rede ist natürlich nicht von mir, vom Ubi, sondern vom Fiat 500. Das neue Modell, das 2021 auf den Markt gekommen ist, steht jetzt mit mir hier heute vor der Kamera. Und damit herzlich willkommen bei Ubi Tested. Schön, dass ihr reingeklickt habt zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal. Heute nehme ich euch mit auf Verbrauchsrunde mit dem Fiat 500, einem vollelektrischen Kleinwagen. Und was der so kann, erkläre ich euch natürlich alles während der Fahrt. Wir schauen ihn uns von außen an, wir schauen ihn uns innen an, wir schauen die Platzverhältnisse an und natürlich alles Wichtige zum Elektroantrieb sowie die Kostenbilanz am Ende des Videos. Wenn euch das Ganze interessiert, bleibt jetzt dran, gebt dem Ganzen ein Like, abonniert den Kanal, falls nicht schon getan, und dann starten wir jetzt ins Video. Viel Spaß! Sofort zu erkennen ist der Fiat 500 wie auch der Vorgänger an diesem Kulleraugen-Design, was wir hier haben. Wird ja auch gerne mal so ein bisschen mit dem Mini verglichen. So diese Art von, ja, ist der nicht süß, der Kleine? Ich persönlich finde, er ist nicht nur süß, er schaut echt einfach wirklich knuffig und nett aus. Und jetzt mit dem neuen Modell hat man ihm auch sozusagen ein Augenlid angedeihen lassen. Hier durch die Motorhaube, die den Scheinwerfer hier unterbricht. Wir haben jetzt hier einen Voll-LED-Scheinwerfer verbaut. Der Blinker ist dann hier drinnen und es gibt noch einen neckischen kleinen Seitenblinker, der so ein bisschen ausschaut wie so ein kleiner Flügel. Ist auch so dreidimensional ausgearbeitet und schaut echt irgendwie sehr witzig aus, wie ich finde. Überhaupt gibt es hier interessante Details am Fiat 500. So die Hommage an den ersten Fiat 500 mit dem Schriftzug hier. In der Mitte das sogenannte Logo, kein Fiat-Logo hier an der Front, sehr interessant, wie ich finde. Und dann haben wir die Abmessungen, sind natürlich gewachsen, aber in meinen Augen so gewachsen, dass das Auto sehr gut ausschaut. Also es steht stattlicher auf diesen hier 17 Zoll Leichtmetallfelgen. 3,63 Meter ist der Wagen jetzt lang, 1,68 Meter ist er breit. Mit oder beziehungsweise ohne Außenspiegel in unserem Fall und 1,53 Meter hoch. Wir haben jetzt hier die Besonderheit, es gibt den Fiat 500 in drei Karosserievarianten. Einmal den klassischen Zweitürer und das Cabrio. Und neu ist jetzt diese Variante hier, die 3 plus 1 genannte Version. Denn wir haben jetzt hier einen kleinen zusätzlichen Türausschnitt, der so ein bisschen ähnlich ausschaut wie beim BMW i3, nur dass wir eben ihn auf der Beifahrerseite haben. Wenn wir das Ganze jetzt einmal hier genauer öffnen, da haben wir hier einen Griff und dann können wir diese Tür öffnen. Dann fehlt auch hier die B-Säule. Weiter gehen diese Türen aber nicht auseinander. Der große Vorteil ist, wenn man jetzt den Sitz hier vorschiebt, dann kommen wir auf die Zweier-Rücksitzbank und vor allem auch, wer Kinder hat, wird das zu schätzen wissen, denn so kann man den Kindersitz nicht nur erstens auf die Isofix-Verankerungen der Händen hervorragend drauf buxieren, nein, das Kind kann auch perfekt hier hinein und herausgehoben werden. Deswegen auch meine Vermutung, dass diese Karosserievariante eher von Familien geordert wird. Ansonsten ist der Aufpreis mit 2000 Euro ja doch eher etwas happig geraten. Sehr auffällig auch, wir haben jetzt hier einen Türgriff, der eben keinen Bügelgriff mehr hat, sondern tatsächlich nur noch einen Taster. Und das ist auch eine Besonderheit, die hier mit dem Taster ist. Das heißt, die Tür wird immer elektrisch entriegelt und das wird sie auch von innen. Da haben wir nur noch hier diesen
Taster. Wenn wir da drauf drücken, wird die Tür entriegelt. Und dann haben wir auch gleich hier noch ein Easter Egg untergebracht, nämlich Made in Torino, der alte Fiat Cinquecento. Gebaut wird auch der neue in Turin. Und die Notentriegelung für die Tür gibt es hier natürlich auch noch. Kommen wir zum Heck. Und da auch hier würde ich sagen, erkennt man eher am wenigsten, dass das das neue Modell ist. Vielleicht höchstens eben am neuen Fiat-Logo, dass jetzt die drei, vier Buchstaben hier ausgeschrieben auf dem Deckel trägt. Darunter ist dann auch die Rückfahrkamera untergebracht, die auch ein sehr gutes Bild im Monitor bietet. Dann haben wir hier das Logo 500 und da ist tatsächlich ein E eingearbeitet, obwohl er nicht Fiat 500e genannt wird, sondern einfach nur Fiat 500. Volle LED-Rücklichter haben wir jetzt auch hier. Und dann schauen wir dem kleinen Italiener jetzt einmal noch hinter die Heckklappe. Und da wird es dann, ja, auf alle Fälle größer als im Vorgänger. Man bekommt da durchaus den Einkauf rein, auch den ein oder anderen Koffer kann man mal reinbringen. Aber es gibt eben auch leider keinen Frunk. Deswegen haben wir hier eine etwas sperrige Tasche für das Ladekabel untergebracht und dann habe ich hier noch ein bisschen Kleinkrams untergebracht. Wie wir sehen, da ist dann auch schon nicht mehr allzu viel Platz. Variabilität besteht darin, dass man eben diese Rücksitzlehne im Verhältnis 50-50 umlegen könnte, aber eben wenn der Sitz nicht ganz nach vorne geschoben ist oder etwas weiter nach vorne geschoben ist, dann wird es hier auch schon etwas enger. Und ich finde es auch nicht so schön, ehrlich gesagt, dass wir hier so eine Metallablage haben. Zerkratzt auch sehr, sehr leicht und sehr, sehr einfach. Bisschen neckisch dagegen, dann hier die noch vorhandene Hutablage. Dann machen wir einmal mal zu und dann würde ich sagen, machen wir uns in den Innenraum des Fiat 500. Eine Mittagspause oder Ladepause kann man natürlich hier drinnen im Fiat 500 auch bequem absolvieren. Also der Sitz lässt sich entsprechend auf eine komfortable Stellung justieren. Aber da kommen wir dann auch einfach zu kurz zum Sitz, denn der ist straff gepolstert, bietet hier als Beifahrersitz auch zusätzlich Isofix-Verankerungen, also auch sehr gut nutzbar für Familien mit kleinen Kindern. Mir gefällt der Stoff auch sehr gut und wichtiger Hinweis, der Stoff ist aus Sequel genanntem Material. Also aus wiederverwendeten, aus dem Meer gefischten Kunststoffen. Also der Nachhaltigkeitsgedanke wird hier im Fiat 500 auch gepflegt von den Italienern. Gepflegt sieht es hier drinnen aber auch aus, wie ich finde. So eine schöne Mischung aus Retro mit dem Zwei-Speichen-Lenkrad und den lackierten Interieurflächen, die wir hier haben, und Modernität, einem volldigitalen Kombi-Instrument hier hinter dem Zwei-Speichen-Lenkrad sowie einem hier verbauten 10,25 Zoll großen Media-Bildschirm, der wirklich fein aufgelöst ist, allerdings in der Bedienstruktur zwar einfach aufgebaut ist, aber hin und wieder einfach mal eine kleine Gedenksekunde in der Datenverarbeitung benötigt. Wie wir jetzt sehen, haben wir hier auch die Leistung und Energieflussanzeigen untergebracht vom Fiat 500. Hier ist auch schön abgebildet, wo sich Batterie und Antrieb befinden. Denn der Motor, der sitzt auf der Vorderachse unter der Motorhaube und hat eine Leistung von 118 PS und 220 Newtonmeter maximalem Drehmoment. Die Batterie bietet 42 Kilowattstunden brutto. Netto nutzbar sind 37,3 Kilowattstunden und mit dem verbauten CCS-Ladeanschluss kann man serienmäßig maximal 85 kW schnell laden oder dreiphasig an einer Wallbox mit maximal 11 kW. Schauen wir uns nochmal den Innenraum genauer an. Das Zwei-Speichen-Lenkrad hier mit dem 500er-Logo bietet auf der linken Seite die Bedienmöglichkeit für das Kombi-Instrument an. Wir können uns da durchaus einzelne vorkonfigurierte Ansichten herholen oder den Bordcomputer, die Driver Assist-Ansicht. Fahrzeuginfos können wir hier noch zusätzlich abrufen, wobei das auch eher begrenzt ist. Die Audioinformation, Navigationskarte ist sogar auch hier drinnen erhältlich.
gut, Hinweis und irgendwelche Informationen bzw. Einstellungen kennen wir auch. Das Lenkrad ist natürlich in Höhe und Weite ausreichend einstellbar, wie man hier schön sehen kann. Was mir persönlich gut gefällt, ist, wir haben ein Klimabedienteil hier untergebracht von unserer Einzonen-Klimaautomatik. Also sehr selbsterklärend zu bedienen. Dann haben wir hier einen USB-A-Anschluss und ganz besonders schön auch hier die Induktivladeschale mit der Skyline von Turin. Also auch hier wieder so kleine Reminiszenzen an die Vergangenheit und Moderne. Dann haben wir nämlich noch hier eine Mittelkonsole, da können wir auch noch kurz drauf eingehen, die Fahrmodi, die sogenannten E-Modi untergebracht, die wir durchsteuern können, nämlich Normal, Range und Sherpa. Sherpa ist dann sozusagen der Eco Pro Plus Modus, wo dann das Fahrzeug nur noch 80 Stundenkilometer Maximum schnell unterwegs ist und die Klimaanlage deaktiviert ist, sowie keine Sitzheizung möglich ist. Den Range-Modus, das ist serienmäßig, mit dem startet das Fahrzeug immer von Grund auf. Der ist auch der sinnvollste, der bietet auch das One-Pedal-Drive an. Der Normal-Modus bietet dafür volle Leistung und auch ein Segeln. Rekuperationsstufen gibt es hier übrigens nicht, die wir einstellen können. Ich würde sagen, eingestellt haben wir jetzt recht viel. Jetzt heißt es aber, ab auf die Straße und schauen, wie der Fiat 500 sich fährt. Modern ist der Fiat 500 auch mit seinem Antriebskonzept. Es gibt ihn, wie erwähnt, nur als vollelektrische Variante. Und wir haben hier die einzig derzeit noch verfügbare Modellvariante. Es gab ein Einstiegsmodell mit 95 PS und kleiner Antriebsbatterie, die dann auch etwas verlangsamt im Schnellladeprozess ist. Die ist aber mittlerweile ersatzlos gestrichen, aufgrund sehr hoher Nachfrage vermutlich. Und deswegen gibt es jetzt nur noch die Variante, die wir fahren, mit dem 42 Kilowattstunden brutto fassenden Akku und einem 118 PS starke E-Maschine, die Vorderachse antreibt und auch hier unter der alten Motorhaube quasi untergebracht ist. Kommen wir aber nochmal zum Elektromotor zurück. Den Fiat 500, der lediglich 1365 Kilo in unserer Variante wiegt, in 9 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigt. 150 Stundenkilometer ist die elektronisch begrenzte Höchstgeschwindigkeit des Italieners. Die wird auch wirklich sehr zuverlässig und flott erreicht. Auch das Durchziehen ist sehr flott hier. Das heißt, der Fiat 500 fühlt sich sehr lebendig und auch dynamisch an. Beim Fahrwerk haben die Italiener ihrem Fiat Cinquecento auch eine sehr straffe, dynamische Grundauslegung mit auf den Weg gegeben. Die Federung ist vielleicht für den einen oder anderen sicherlich zu straff geraten. Gerade kurze Unebenheiten werden trocken, überrumpelt und durchgereicht. Aber sobald das Auto ein bisschen Geschwindigkeit aufgenommen hat, dann wird die Federung auf alle Fälle etwas verbindlicher. Die Lenkung ist angenehm leichtgängig, aber auch sehr direkt um die Mittellage und bietet sogar noch eine durchaus akzeptable und gute Rückmeldung von der Straße, sodass der Fiat 500 sich sehr dynamisch und auch sehr handlich anfühlt, sowohl auf einer kurvigen Landstraße als auch im Stadtverkehr, wo er dann eben mit einem geringen Wendekreis durchaus zu punkten weiß.
Da sind wir auch schon wieder angekommen mit dem Fiat 500 3 plus 1 in der Icon-Ausstattungsvariante. So wie er übrigens hier steht, kostet er 39.230 Euro. Halleluja, Madonna mia, das ist viel Geld. Und vor allem für eine Fiat 500. Ich persönlich wüsste nicht, ob ich da bereit wäre, so viel Geld, auch wenn es ein wirklich gutes Elektroauto ist, auszugeben. Vor allem, weil es halt wirklich ein Kleinwagen ist. Die Praktikabilität ist eher eingeschränkt. Der E-Antrieb aber sehr gut gemacht. Und den sollte sich vielleicht auch Stellantis überlegen zu übernehmen. Denn so wie sie das hier gemacht haben, ist er dem Stellantis-Antrieb in meinen Augen sogar überlegen, den der Opel Corsa E beispielsweise bietet. Was hat er denn eigentlich jetzt verbraucht? Das ist natürlich am Ende dieses Videos sehr interessant zu erfahren. Mit der 37,3 Kilowattstunden nutzbaren Antriebsbatterie kommen wir 227 Kilometer weit nach Testverbrauch. Der lag bei 16,4 Kilowattstunden auf 100 Kilometern. Hier ermittelt, der WLTP liegt bei rund 15 Kilowattstunden. Also da lagen wir leicht drüber. In meinen Augen aber ein durchaus guter Wert, den wir haben. Sicherlich im Winter wird das Ganze dann gut unter die 200 Kilometer Marke rutschen. Da bin ich mir relativ sicher. Aber das ist bei allen Elektroautos so. Das muss man jetzt dem Fiat 500 nicht als einzigen vorwerfen, in meinen Augen. Mir hat er Spaß gemacht. Ich finde ihn knuffig. Ich finde ihn toll. Ich finde das 3 plus 1 Konzept auch nicht schlecht. Und jetzt dürft ihr mir sagen, ob ihr das Video gut fandet oder nicht. Dafür unten in die Kommentarbox bitte eure Meinung reinschreiben. Solltet ihr den Kanal noch nicht abonniert haben, dann ist dafür jetzt Zeit. Und ich würde mich freuen, auch wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Und damit sage ich Tschüss, Ciao und Servus, euer Ubi.